Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebix. Ich bin der Micha. Und ich der Dirk, hallo. Ja. Ja. Wir sind mal wieder im Westen, seit langer Zeit mal wieder im wilden Westen. Ja. Du. Ja, seit langer Zeit mal wieder im wilden Westen ist das Stichwort. Die ein oder anderen von euch kennen dieses Set vielleicht schon und fragen sich so, hä? Das sieht ja komplett anders da aus. Ja, schiebt mal das Ding hier da rein. Also wir haben ein Bluebrick Special, einen Saloon. Ja. Nur damit wir so ein bisschen der Ordnung halber. Neu, toll. So weit sind wir doch noch gar nicht. Nein. Und jetzt, die Vergangenheit, holen wir jetzt kurz neue, rein und dann wieder weg. Richtig, genau. Okay. Ihr kennt vielleicht das Set, ne? Das ist quasi der Saloon, den wir früher, und heute haben wir den immer im Angebot, gell? Dreh mal kurz. Nein, den Saloon gibt es nicht mehr. Warte mal, guck mal, gleich schnell drehe, damit wir es auch gleich... Aus unserer Anfangszeit, unsere Western-Serie, die ausverkauft ist, die es bei uns nicht mehr gibt. Genau. Da gab es diesen Saloon, ja. Wunderschön vorgestellt noch von Klaus. Der bei uns damals, glaube ich, alle Westerns jetzt vorgestellt hat. Aber ihr seht, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Ja. Aber wie ich finde, das Ganze jetzt in schön. Ja. Klingt jetzt blöd, das war auch cool, voll eingerichtet und alles. Aber ich war nie Fan der Farbgebung. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Die Farbgebung ist nämlich hier der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das neu machen. Weil wenn ich an den Wilden Westen denke, und dann denke ich eher an sowas, also was in der Optik. Wenn ich an Disneyland denke, denke ich an sowas. Das ist nicht schlecht, aber das ist halt eher so Vergnügungspark-Western-Kulisse. Wir haben halt versucht, bei der Farbgebung eben das bisschen so zu machen, wie man das aus den Italo-Western kennt. Ne? Was man halt früher so als Kind im Fernsehen gesehen hat, so eher so, ja, runtergekommenes Holz und Bruchbude und ja, auch in den Farbtöne. Ja, also ich finde, das ist uns ganz gut gelungen. Sieht man ja schon von außen, dass es ein bisschen mehr Western-styliger ist. Wollen wir mal reingucken? Haben wir schon gedreht. Wir haben es schon 20 Mal gedreht. Ne? Wir können es auch noch mal drehen. Also wir gucken mal von außen. Wollte ich gerade sagen. Deswegen, das war eine Anspielung. Wir können auch noch draußen noch mal gucken. Wir haben es doch schon 50 Mal gedreht. Ja, aber wir können auch Details erklären. Dirk, ich meine, du bist noch nicht so lange dabei, aber dann schau zu und lerne. Hier außen seht ihr schön diese, wie nennt man das auch? War das damals schon so ein bisschen Veranda? Ich sehe zu und lerne. Ich sehe zu und lerne. Dann so ein paar kleine Details. Das ist ein altes Wagenrad hier, eine Tränke für die Hotte Hüs. Hier kann man die Hotte Hüs anketten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie man das nennt. Das hat tatsächlich einen Namen, dieses Ding. Ich weiß Veranda, aber nicht. Na, das ist kein Veranda. Das hat einen anderen Namen. Ich weiß nur nicht mehr, wie. Hier so ein kleiner Treppenaufgang mit den typischen Salontüren. Hier kannst du auch wieder Fädchen anbinden. Hier sind ein paar Fässer, ein paar Flaschen. Von daher, auch außen ist an Details nicht gespart. Was war das? Weißt du, wenn du dieses ganze... Also irgendwas hier hat gestanden irgendwas hat und liegt da hinten unter dem Regal. Irgendwo fortgeflogen. Also irgendeins, es hat jetzt ein Detail weniger. So, dann haben wir hier oben auch nochmal so ein bisschen hier mit... Genau, ein nicht ganz so vergnügungsparkiges Saloonschild, das passt vielleicht besser. Und hier oben ganz wichtig, muss man auch mal zeigen. Dann können wir jetzt was davor. Dann zeigen wir es. So, also fangen wir mal von oben an. Ihr seht hier auf dem Dach, warte mal, das nehme ich mal ab, das kann man abnehmen. Hier oben gibt es auch Kisten, ein Wagenrad und vor allen Dingen hier hinter dem großen Schild für den Hinterhalt versteckt ein Fernglas und ein Gewehr, damit man heranstürmende Marshals oder Räuber oder was auch immer. Heranstürmende Marshals. Also du gehst gleich hier, die wichtigen Leute weggemacht. Nein, oder was? Ich habe ja gesagt, Marshals oder irgendwelche Gangster, je nachdem, was man halt. Willst du darauf hindeuten, dass eventuell sogar so ein bisschen ein Spielding dabei ist? Weil das könnte man so theoretisch, also es ist nicht explizit dafür. Mit so versteckten Geschichten so und so. Ja, aber man könnte das tatsächlich bespielen. Also es hat Minifigurenmaßstab und wenn ihr euch da eine Spielwelt draus bauen wollt, kann man es bespielen. So. Okay. So, nehmen wir mal das Dach zur Seite, da gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu sehen. Aber trotzdem, die Wumme da oben ist nur gegen Gangster. Man kann die auch gegen, manchmal sind die Marshall ja die Gangster. Es gibt doch auch so Filme, wo die Marshalls die Böse waren. Ja? Ja, natürlich. Was ist denn mit dir? So,
Gucken wir mal hier rein ins obere Stockwerk. Und hier haben wir schon die erste Erinnerung zu dem alten Saloon. Also ihr werdet feststellen, wenn ihr das alte Set habt und euch vielleicht auch das neue Set holt, das sieht ja innen drin ganz anders da aus. Und zwar gibt es hier eine Galerie. Ne? Und ihr fragt euch jetzt, was ist denn hier dieses Zaunstück? Ihr seht dieses eine Element hier an dem Zaun. Ich weiß gerade nicht, ob man es sieht, das da. Da ist der Zaun durchbrochen. Ne? Siehst du es? Da haben die sich halt gekloppt und da gab es dann halt mal ein volles Pfund auf die Omme und dann ist er durchs Gelände gestürzt, hat es mit sich gerissen und dementsprechend ist da ein Loch drin. Wenn ihr sagt, nee, das ist blöd, ich will kein kaputtes Gelände, ist dieses Teil hier mit dabei. Das könnt ihr dann austauschen und habt ihr ein ganzes Gelände. So, was gibt's hier oben noch? Also auch hier hängt wieder ein wahrscheinlich funktionsfähiges Gewehr an der Wand. Es gibt zwei Gästezimmer. Ich nenne es mal Gästezimmer. Hier und hier kann man schlafen. Ja. Und, ja. Und ein Bad. Eine Badewanne. Was heißt denn, du nennst es Gästezimmer? Ja, was war... Die Leute kommen in den Salon rein und sagen, hier, ich brauche Zimmer für die Nacht und dann... Ja, manchmal brauchen sie es halt auch nicht für die ganze Nacht, sondern nur für 10 Minuten. Das war so die Anspielung, aber das hast du jetzt nicht verstanden. Was stimmt mit dir nicht? Wieso denn? Das war halt damals so, Entschuldigung. Das ist ein Salon und kein Hotel. Oder ein B-Hotel. Ein B-Hotel. Ja, nee, das, jetzt aber ernsthaft, war das ein Salon? Keine Ahnung, in den Filmen, die ich damals als kleiner Bosch gesehen habe, da war das dann immer so, dass da manchmal etwas leicht bekleidete Damen dann hier so und dann ist man dann die Treppe hochgegangen. Finde ich nicht gut, dass du als kleiner Bosch, ja, so wie du das sagst, das war ja, dann solltest du auch sehen. War in den Bud Spencer-Filmen war das auch so und die hat mir halt geguckt. Mhm. So, können wir jetzt weiter über das Set reden? So, also, wie gesagt, ihr habt hier oben ein Badezimmer, schön mit Wanne und nebendran ist ein Fass mit ein paar Handtüchern drauf und ein Eimer steht auch da. So ein richtiger Bottich, ne? Ja, das Badewanne ist so ein, war das weniger. Bottich, das war wahrscheinlich so ein Holzbottich, ne? Holzbottich, genau. Und hier zwei Zimmerchen. Und hier kann man dann auch nochmal raus auf den Balkon, der quasi um ja, zwei Seiten des Salons, die beiden Vorderseiten, das ist ein Eckgebäude, drumherum geht. Hier hängt dann auch noch ein Leuchter, ne, damit die nicht im Dunkeln feiern müssen. So, so viel zum Obergeschoss. Und jetzt kommt's Untergeschoss. Genau, gucken wir mal rein. Warte mal, ich muss mal gucken, das Grünzeug, das ich nicht abrobb. So. Hier geht's eine Treppe nach oben. Da ist ein Kartentisch, ne? Also da wird hier Karte gekloppt. Hier steht ein bisschen Whisky, in dem einen Glas ist auch noch was drin. Dann haben wir eine Bar. Schön finde ich diese Kasse, die da dabei ist. Ich weiß gar nicht, ob die bei dem anderen auch schon dabei war. Auf jeden Fall gefällt sie mir recht gut. Ja, Sitzgelegenheiten. Es werden Karte gespielt. Da hinten in der Ecke steht noch ein Ofen. Die Theke ist auch und vor allen Dingen hier hinten, das finde ich ganz toll mit Getränken und so weiter, wie das alles eingerichtet ist. Und natürlich hinter der Theke auch eine Knarre. Ich hoffe, man sieht es. Ja, die hängt da so rum. Was haben wir noch? Ein Klavier darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und alles in allem ein wunderbar eingerichteter Salon. Hier mit den Schwingtüren. Ja, wenn es dann mal eine gibt, fliegt man dann durch die Türen und dann gehen sie wieder zu. Schön, oder? So. Toll. Bisschen mehr Begeisterung. Ja, du rasselst das so runter. Hey, weil ich aufgeregt bin. Ja, aber du ich bin immer, guck mal, ich bin doch noch neu. Du musst doch ein bisschen Emotionen zeigen, wenn du sowas zeigst. Entschuldigung, Emotionen. Mal, ich bin die personifizierte Emotion. Also, was ich ganz toll finde, diese wirklich sehr, sehr reichhaltig befüllte Bar da hinten. Kann man die so sehen? Oder ist das andere Ding möglich? Das finde ich immer richtig toll gemacht. Da ist auch nicht gespart worden an Details. Sag ich doch. Die sitzt, die Lehnen, die habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, find ich das gut, sind Kotflügel. Gute Idee. Aus was die gemacht sind, ist mir eigentlich jetzt da zweitrangig. Kotflügel sind das. Ja, das ist doch gerade das Schöne, wenn man sieht, hast du nicht verstanden, weitergemacht. Hast du nicht verstanden. Hast du nicht verstanden, Dirk. Tut mir leid, es ist noch früh, du stehst auf dem Schlauch. Was haben wir denn hier unter der Treppe? Ein Ofen, auch das habe ich schon erwähnt. Ein Ofen. Ja. Einen schönen Kleiderständer. Also es macht immer wieder Spaß, sowas zu sehen, wie man aus Steinen die solche Details wirklich auch machen kann. Zum Beispiel aus Kotflügeln. Und diese Vorhänge schick gemacht. Also ich denke mal, das wird Spaß machen beim Bauen. Ja. Die Fliese habe ich irgendwo, habe ich hier irgendwas abgefliest.
Und wenn du jetzt fertig bist mit dieser Flut an Emotionen, die du da gerade losgelassen hast. Dieses Piano, Leute. Es ist ein schönes Set. Habt ihr schon mal ein schöneres, ein detaillierteres, kleines in dieser Größe Piano gesehen? Von wegen hier, spielst du noch einmal sehen? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein schönes Set und wir haben uns da... Und diese verschiedenartigen Fliesen, du kannst hier, und Noppen sind auch dazwischen, das heißt, du kannst auch wirklich Minifiguren reinsetzen, du kannst damit spielen. Darf ich jetzt noch was dazu sagen? Du hast hier einen Hintereingang, ich weiß nicht, ob Dirk es erwähnt hat, hier ist auch noch ein Hintereingang. Ne? Falls du flüchten musst, hier hinten ist auch ein so. Hintereingang. Und was ich jetzt noch sagen wollte, der Niklas hat sich da sehr viel Mühe gemacht, das Set nicht einfach nur umzufärben, sondern es auch ein bisschen aufzuwerten. Und wir hoffen, dass euch das gefällt. Wir haben auch noch ein anderes Set in der Mangel gehabt, eine Bank. Das zeigen wir euch dann im anderen Video. Und wir hoffen, dass es, wie gesagt, euch gefällt und wir würden uns freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt, ob ihr an einer, sag ich mal, Western-Welt überhaupt noch interessiert seid und könnten uns dann vorstellen, dass wir da noch mehr Sets machen, weil Bock haben wir drauf, auf jeden Fall. Stell doch mal eine überflüssige Frage. Ach, hast du schon gemacht, sorry. Was soll denn das jetzt heißen? Ob sie an Western-Sets interessiert sind? Na klar! Ja, das muss man schon dazu fragen. Das ist jetzt so, ne, also... Wir finden es geil, wir haben und da voll Lust drauf. Ich wäre wesentlich interessierter, also ich bin jetzt wesentlich interessierter, wenn ich weiß, das ist nicht so, es ist so. Ja, du Superheld, deshalb haben wir es gemacht. Und das ist eine richtig gute Idee und danke an den Niklas, dass er das Set so aufgewertet hat. Und ich finde, er hat es mal richtig super, aufgewertet. Super geil gemacht. Also wie gesagt, wir hoffen, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie wir. Und was ist denn das? Würden da gerne noch mehr bringen. Was dann jetzt schon wieder? Hier unter dem Tisch? Halle. Da hängt eine Knarre, die jetzt aber... Hier, musst du denn jetzt also wirklich jede Überraschung schon... Ich hab's extra nett gesagt. Natürlich hängt unter dem Kartentisch eine Knarre. Ne? Für den Fallspieler, wenn er dann irgendwann erwischt wird und sich nicht mehr anders erwehren kann, holt er dann der Argumenteverstärker raus und los geht's. Ich hab drei Ase. So in jetzt nützt so in etwa. Ah. So, komm, hier, bau mal wieder zusammen und währenddem du das Ding zusammenbaust, lese ich mal vor. Also... Das ist unser, und jetzt kommt's, den haben wir nämlich extra so genannt, Sapphire City Saloon. Das ist ein Blue Brick Special mit der Setnummer 107748, Teileanzahl 2928 für 99,95 €. Die Abmessungen sind 28x28 und 25 cm hoch. Baukomplexität ist guter Durchschnitt, also nichts, was man nicht hinbekommt. Designer ist der Niklas. Und was hat er jetzt noch alles geschrieben? Er ist halt modular aufgebaut, habt ihr ja gesehen. Stockwerke lassen sich abnehmen. Und es gibt hier an den Seiten, das müssen wir nochmal zeigen, es gibt hier an den Seiten Pin-Konnektoren. Das heißt, wenn ihr da Spaß dran habt und noch mehr Sets haben wollt, die wir dann hoffentlich entwickeln können, und dann werden die hier mit verbunden, dann könnt ihr euch quasi so einen ganzen Straßenzug zusammenstellen. Er ist kompatibel mit der Sapphire City Bank, die wird kommen, bald. Der Barkeeper hat ein Gewehr unter dem Tresen, unter dem Tisch unten ist ein Revolver für den Fall, dass das Pokerspiel nicht so gut verläuft. Das Geländer an der Empore lässt sich austauschen gegen ein zerbrochenes, wenn jemand bei der Saloonschlägerei durchs Geländer. Was machst du denn da? Warum liest du das alles nochmal vor? Das haben wir alles schon gesagt. Ja, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Ich fasse nochmal zusammen. So. Fass dich kurz. Loppensteine kann man nie genug haben. Gut, noch kurze Anmerkung. Ich habe mir den Kopf geschüttelt, wie du gesagt hast. Ihr Pinnen, weißt du? Ja. Ja, ich habe schon auch Western geguckt, aber sind in den meisten Fällen nicht die Häuser alleinstehen und es ist zwischendurch so ein kleines Ding da? Wenn und, du mal genau hinguckst, wirst du feststellen, dass man die auch gar nicht direkt miteinander verbinden kann, weil hier an der Seite diese Holzbretter etwas überstehen. Ja, und warum erzählst du mir dann, dass in der Pin-Vorrichtung und dass man es zusammenstecken kann? Na, weil da wahrscheinlich dann ein Zwischenstück dabei ist. Das müssen wir cool. Den Niklas dann da mal fragen. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja. Und ich habe noch eine Frage. Ich bin so richtig in Motzlaune, gell? Ach, Alter, es ist halt... Warum eigentlich? Warum Sapphire City? Sapphire. Ja. Das haben wir uns ausgedacht. Sapphire City. Das gibt's. Cool? Also das nö, ist, nee. Das gibt's nicht. Das klingt aber cool. Das klingt einfach cooler als Western Salon. Ja, klar. So, und die ganzen Gebäude, die Sapphire City Bank, die heißt ja auch so. Und dann ist das quasi die ganze Stadt, wenn die dann irgendwann mal kommt, hoffentlich wird dann so heißen, Sapphire City. Cool. Gell? Da ist wirklich sich Gedanken drüber gemacht worden. Ich find's toll, was ihr macht. Ja, das wirklich ist sagen, das. Danke Niklas, weil prima. Jetzt zeige ich mir gefällt's. Ja, mir auch.
Ich finde es geil. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, vernünftig. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Und beim Spielen. Und danke für die Geduld beim Zuschauen. Ja, mit ihm. Mach's gut. Boah, warum bin ich wieder? Dirk, du musst noch unter das Regal krabbeln. Sorry, ich muss die Katze holen, die weggeflogen ist. Das war Katze? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bleib dran, der Dick kommt gleich wieder. Und findet's, hoffe ich. Ich hab was, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ach, es war nur ein Busch. Ja, aber ich glaube, das ist der falsche. Da liegt alles Mögliche unter dem Schrank. Warte mal, nein, es war nicht der Busch. Weg mit dem Busch. Weil das wäre auch der einzige Grüne. Es war ein Fass. Ach. Und wegen dem habe ich jetzt so Fass aufgemacht. Gelle.